der Landesliga Süd traf am 17. April der 1. FC Zeitz auf den 1. FC Weißenfels auf dem Grün des SV Motor Zeitz. Da das Stadion des Zeitzer FC nach dem Hochwasser von 2013 immer noch nicht betriebsbereit ist. Wir sprachen mit beiden Trainern über die Aussichten und wie die bisherige Saison gelaufen war. Ja, sicherlich sehr unterschiedlich, also teilweise sehr gute Leistung, teilweise auch wieder schwächere Leistung. Also uns fehlt ganz einfach die Konstanz. Woran liegt das? An vielen Sachen. Wir haben sicherlich auch viele Spiele ein bisschen unglücklich verloren, machen auch sehr viele individuelle Fehler. Das ist immer unser Manko. Erarbeiten uns sehr viele Chancen und können die halt nicht nutzen. Und das ist dann halt dieses Gesamtkonzept, dann, was dann halt nicht passt. Ja, wir wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen, das ist normal, das wird jede Mannschaft der Welt so haben. Aber es wird sicherlich auch ein Kampfspiel bei den Bodenverhältnissen und ich hoffe mal, dass wir heute wieder unser Heimgesicht zeigen, weil zu Hause waren wir eigentlich immer stark und haben auch dann gegen die stärkeren Gegner auch ordentliche Spiele abgeliefert. Die erste Halbzeit blieb ohne nennenswerte Vorkommnisse. Das Spitzenspiel der Weißenfelser gegen Döhlau eine Woche zuvor endete durch ein Eigentor der Saalestädter mit einem Unentschieden. Ja, aber das Spiel ist abgehakt. Heute haben wir ein Derby vor uns und da wollen wir es optimal rausholen. Aufgrund der Tradition steckt da eine gewisse Brisanz dahinter. Wir haben ja auch eine gewisse Fankultur und ich denke, für die ist ein Derby schon eine gewisse Bedeutung. Und dem wollen wir heute natürlich auch gerecht werden. Ich denke mal, der Platz, ja, da wird sicherlich sehr aufgeweicht sein, so wie er aussieht. Aber da müssen beide Mannschaften drauf spielen und wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren. Zeit, ja, ich glaube, für die geht es in der Saison nicht mehr um vier, nur noch um eins, und zwar uns heute zu ärgern im Derby. Das gelang den Zeitzern auch in der zweiten Halbzeit. Das erste Tor machten die Mannen in Grün. Aufstiegshoffnungen hat Weißenfels trotzdem. Ja, also wenn wir gewinnen, stehen wir auf dem Platz 2. Also wir wollen natürlich schon sehr gerne oben dran bleiben und dafür müssen wir viel investieren. Aber wir haben noch nichts abgeschrieben, nein. So folgte auf das Tor der Zeitzer unmittelbar der Ausgleich durch die Weißenfelser. Ja, die Langzeitverletzten Max Handschmitz, unser Kapitän, und Isaac Diaz, das sind schon zwei Spieler, die Leistungsträger sind bei uns und die haben auf jeden Fall eine Wichtigkeit. Aber die Spieler, die dafür spielen, die haben die Klasse, um die Ausfälle auch zu kompensieren. Einer, der beide Mannschaften kennt, war ebenfalls vor Ort und sprach mit uns während des Spiels. Ja, im Moment sieht es so aus, dass Weißenfels ein Tick besser ist. Beide Mannschaften sind ja nicht in Bestbesetzung. Aber man merkt natürlich, die spielerische Reife bei Weißenfels ist natürlich wesentlich mehr da. Und durch die Undiszipliniertheiten einiger Spieler bei Zeitz, die fehlen natürlich im Spielaufbau und auch in der Vollendung, gehe ich davon aus, dass das Spiel knapp, aber wahrscheinlich doch für Weißenfels ausgehen wird. In jedem Fall erhöhte sich die Gangart und es wurde wesentlich mehr um den Ball gekämpft als in der ersten Halbzeit. Die Zukunft des ersten Zeitzer FC sieht Dietrich allerdings wenig optimistisch. Der 1. FC Zeitz hat kein Stadion. Der 1. FC Zeitz hat die B- und A-Junioren abgemeldet. Die haben eine Frauenmannschaft abgemeldet. Da muss man sich hinterfragen, wo die Ursachen dafür liegen. Während beim Weißenfels eine ruhige, sachliche Vorstandsarbeit gemacht wird, hat man hier das Gefühl, dass hier gar keine Vorstandsarbeit gemacht wird. Und seitdem der Andreas Huke sich ja zurückgezogen hat, passiert hier relativ wenig. Das muss man leider Gottes so sagen. Und es ist auch keine Disziplin mehr und auch keine Mannschaft mehr auf dem Platz von Zeitz. In Weißenfels, ich habe ein paar Spiele gesehen, hat das schon ein bisschen mehr Format. Und das, wenn sie heute gewinnen, sind sie Zweiter. Es gibt ja das Gerücht, dass Döhlau nicht aufsteigen will. Und wenn zwei Mannschaften hochkommen, wird es sicherlich die zwei Mannschaften Zorbau und Weißenfels oder Elster betreffen, die aufsteigen können. Das sind auch die Mannschaften, die das Niveau hier bestimmen. Ja, die Perspektive sieht wirklich nicht rosig aus. Es werden einige Spieler den Verein verlassen, das weiß ich. Einige Spieler, die sich auch nicht richtig einschätzen, denken, sie können Oberklasse spielen. Das denke ich, das trifft nicht zu. Und wenn hier einige Spieler weggehen, dann wird sicherlich der Gang in die Landesklasse anzutreten sein im nächsten Jahr. Dieses Spiel endete zumindest auf Augenhöhe. Es blieb bei den beiden Toren. Die ersten FCs trennten sich mit einem 1:1.